Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, die große Schlacht steht kurz vor den Toren und wir überprüfen noch ein letztes Mal, wie es um unsere Compadros steht, ob das alles hier gut an der Vorbereitung ist oder ob schon an der Vorbereitung scheitert. Das wäre ziemlich doof. Deckung suchen und nicht erwischen lassen. Ja, es ist halt mal Munition und Verbandzeug, alles was zu finden ist. Was ist das? Ich will die Vorbereitung überprüfen, aber ich will auch zu einem Händler, ehrlich gesagt. Du bist nur ein Spezialhändler, tut mir leid. Sobeks Tagebuch. Ich möchte mit dir über eine Sache voller Anmut und Schönheit sprechen. Wer? Wer hat das gesagt, Anmut und Schönheit? Das bin ich, ja, danke. Das ist auch nur ein Spezialhändler. Nee. Spezialhändler bringen mir nichts. Ich brauche einen normalen. Wir sind gefangen. Der einzige Ausweg ist der Sieg. Oh ja, das mag stimmen. Zwei Spezialhändler. Ich brauche doch nur einen ganz normalen fucking Händler. Das ist doch so schwer. Nee, ich brauche einen Händler, bevor ich da runtergehe. Nachher passiert irgendwas und dann habe ich kein Zeug. Hier, dann gehen wir zum Händler zuerst. Denn das ist wichtig. Das ist einfach fucking wichtig. Gehen wir mal zurück, ist doch scheißegal. Denn ich brauche einfach mein Zeug. Ich brauche Munitionszeug. Ich brauche. Ach, da drüben ist er ja schon. Entdeckung. Nee, ist er nicht. Ich hasse Brotkrümel-Navigation. Da drüben ist er. Nee, ist auch nicht. Ich Brotkrümel-Navigation hasse. So, so, so. Sind wir denn hier? Richtig? Ja. Hi. So, denn ich brauche Heiltrank. Und ich kann immer ein bisschen Zeug verkaufen. Schreibt mir gerade so auf. So, hier 50 Stück. Kann weg. Wir haben genug Scherben für alles auf der Welt. Komm, alle 50. Ne, die anderen 50 behalte ich. Dann können wir hier noch die zwei. Ne, die Donnerkiefer behalte ich. Das kann weg. Die ganzen Linsen können sowieso weg. Denn falls wir irgendwo richtig heftigen Loot bekommen, dann will ich das natürlich einsammeln können. Ist ja klar. So, die letzten Vorbereitungen vor der großen Schlacht. Es ist einfach nur episch. Ich hab Bock drauf. Ich hab einfach fucking Bock drauf. Kühlsaft haben wir nicht mal ganz so viel. So. Wir haben's. Mehr geht nicht. Die Outfits sind gesockelt. Waffen sind gesockelt. Nee, ich will noch nicht ruhen. Ich will noch nicht ruhen. Ich will noch das ganze Zeug überprüfen. Sonne, der Gegner kommt. Du wirst. Komm zwar schnell. Vorbereiterin am Turm, okay. Dann gehen wir zu unserem alten Freund Erend. Ja, ich freue mich sogar. Ich freue mich mega. Aber hier komme ich wahrscheinlich nicht runter, oder? Ich werde das einfach weg. Jetzt mit dem Aufzug fahren. Das ist ja schon so eine Sache. Wo muss ich ihn hier ziehen? Der war irgendwo ein Hebel. Hier. Aufzug öffne dich. Ich bin mega gespannt. Mal gucken, was Erend sagt. Erend ist ja unser guter alter Saufkompadre. Ich hoffe immer noch, ich hoffe wirklich auf so ein Ende. Die ganze Schlacht ist vorbei. Also ich stelle mir das so schön vor. Die ganze Schlacht ist vorbei. Wir sitzen zusammen mit Erend in der Kneipe und und reden über die ganze Geschichte nochmal. Das fände ich ist ein lustiger Abschied. Also dass es da quasi so eine Abschiedsgeschichte mit Erend auch noch gibt. Dass man wirklich in der Kneipe sitzt, jeder so einen Lumpen in der Hand. Mit so einem Krug gefüllt mit Bier und dann passt das. Oder Met oder was auch immer die trinken wollen. Das ist fucking egal. Ich hoffe wirklich auf so einen schönen Abschied mit Erend. Das würde mich wirklich freuen. Muss ich hier auch irgendwas drücken? Ja. Das würde mir wirklich gefallen. Das wäre geil. Natürlich wird es auch ein episches Finale geben. Und ich hoffe natürlich, dass möglichst wenige Leute sterben werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendjemand ins Gras beißen wird. Es werden Leute sterben in dieser Schlacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Tränen vergießen werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Besonders ich. Ich bin bei sowas aber emotional. Meridiandorf, alles klar. Ich bin so am Hype. Mögen
irgendwo anders hin. So. Erend, ich bin unterwegs. Ich kann mein Reittier nicht rufen, ne? Wäre auch ein Händler gewesen, wir hätten gar nicht oben kaufen müssen. Apropos Händler. Ich hab nur vorher verkauft und nichts gekauft. Rayon, du bist so ein schlauer Tutti. Das ist. Mach einfach mal alle munitionsvoll. Nein, wir haben genug Geld. Mach voll. Ich will auf alles vorbereitet sein. Was? Näherungsbomben, Munitionsbomben, okay. Sprengerladung, okay. Eisbomben. Sprengdraht. Ich mache gerade alles voll. Ich meine, wir haben genug Geld. Warum sollten wir es nicht machen? So, hier machen wir das Wichtigste noch voll. So, und die Genesungstränke. Sind wir voll? Ja. Puh, wir sind voll. Wir sind voll. Noch. Wir haben's. Wie konnte das nur passieren? Berg. Das ist Schlafen. Und hier drüben ist der Turm. Wenn wir jetzt erst zum Berg gehen, oder? Macht mehr Sinn. Hier ist der Turm. Und der Berg ist. Hier. Na gut, dann geht es erst zum Berg, würde ich sagen. Ich meine, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Wo ist der Berg? Da. Okay, dann gehen wir jetzt erst zum Berg. Das macht auf jeden Fall dann auch mehr Sinn. Denn wieso sollten wir zu etwas hingehen, was weiter entfernt ist, wenn man zu dem, in der kürzeren Location hinlaufen könnte? Macht auf jeden Fall mehr Sinn. Wir werden auf jeden Fall in dieser Folge alles abklappern. Wir werden in dieser Folge die letzten Vorbereitungen treffen und hoffentlich noch nicht ganz den Krieg beginnen, sondern danach eine kurze Schnaufpause einlegen können. Deine Rüstung poliert? Ja. Na klar. Ist das nicht etwas... Was? Tab! Nichts. Wir konnten nirgendwo anders hin. Vergiss es einfach. Du wirkst wirklich Ufid, sehr... Vanessa. Ufid. Sehr glänzend. Ufid. Tab. Hey, Leute. Ich sagte doch, ich komme. Das stimmt, Tab. Aber sind deine Wunden überhaupt schon verheilt? Also, bei einem Kampf würde ich mich wohl auflösen. Aber keine Sorge, das überlasse ich den anderen, Nora, beim Turm. Ich habe Vorräte gebracht. Ich bin bei den Kaja jetzt Ehrenquartiermeister, was immer das heißt. Das klingt imposant. Ich find's gar nicht so schlecht. Unter diesen Fahnen werden wir Waffen und Medizinlager anlegen. Suche sie, wenn der Kampf beginnt. Aloy, als du in den Berg gegangen bist, hat die Göttin gesagt, wie es ausgeht? Das musste sie nicht. Wir schaffen es sicher, Tab. Wenn du das sagst? Hoffnung. Der Angriff kam ohne Vorwarnung. Wir hätten alle sterben können. Nee, da will ich nicht hin. Es ist so ungewohnt. Okay, hier können wir noch mit den anderen Leuten reden wahrscheinlich. Da oben zum Beispiel. Kann ich mit dir reden? Du bist der Jäger aus dem Banu-Kain. Ich erkenne dich auch, Nora. Die Maschinen erwachten, als du angekommen bist. Sie waren wild. Ich kann da nichts dafür. Nein, ich danke dir, Nora. Damals entschied ich nicht, nach Ban-Ur zurückzukehren. Ich wollte hierher kommen, um zu jagen. So viele Maschinen, sogar Dämonen. Spinnenhaft schnell und ohne das blaue Licht im Inneren. Tod ist, dass man wieder töten muss. Es gibt eine ganze Armee von ihnen. Eine Armee? Ja, deshalb bin ich hier. Gut, ich warte. Blutdürstige Kriegerin. Schön. Was meinst du, wie viele du in der Schlacht tötest, Ufid? Vanessa, Ufid. So viele, wie ich muss.
Ich liebe es, wenn du sowas sagst. Es ist so... Darf ich auch mit euch reden, oder wie ist das? Hallo. Darf ich? Kleine Jägerin, du rufst und ich komme. Bereit zum Kampf? Kampf? Ich dachte, du willst nur Tee trinken und plaudern. Uns steht ein Kampf bevor, das wusste ich nicht. Das kann nicht sein, du weißt immer alles. Ja, das stimmt. Wir trafen uns noch nicht oft und doch kennst du mich so gut. Ich möchte dich gern besser kennen. Das wäre schön. Hm. Wenn ich den Satz höre, ist das meist anders gemeint. Kann ich dir was verraten? Na klar. Ich warte schon ein Leben lang auf diesen Kampf. Unser Feind heute ist derselbe, der aus Meridian einen Sklavenmarkt und aus Sonnenfall ein Blutbad gemacht hat. Fanatiker, die töten und foltern. Mütter, Väter, Familien, Kinder. Alles im Namen der Sonne. Ich hasse sie, Aloy. Die Peitschennarben auf meinem Rücken bezeugen es. Und heute können wir sie ein für alle Mal vernichten. Ich kam deinetwegen, aber das ist längst nicht alles. Ich kam ihretwegen. Diesmal kommen sie nicht davon. So ist es, Vanasha. Wir kämpfen gemeinsam. Und das danke ich dir, kleine Jägerin. Und danach geht die Sonne über einer besseren Welt auf. Ist jetzt vorbei? Oh ja, ich sehe die Kampfeslust in den Kriegern. Das ist einfach so. Uthed. Aloy. Rühren, Uthed. Meridian kann froh sein, dass du hier bist. Und ich auch. Es ist eine Ehre. Dank dir steht auf meinem Grabstein nicht ein guter Soldat, aber ein Trottel. Ich hoffe, du wirst noch lange keinen Grabstein brauchen. Wie die Sonne will. Als du mich fandest, wollte ich einen ruhmreichen Tod. Doch jetzt ziehe ich ein ruhmreiches Leben vor. Zu sehen, wie Itamin wieder im Garten spielt. Er wird zwar immer noch schwer bewacht, aber deine Tat war gut getan. Obwohl, ich werde das Weib nicht los, Vanasha. Sie liebt es, mich zu reizen. Wie einen Behemoth mit einem roten Tuch. Soll ich Sie bitten, aufzuhören? Nein. Ich akzeptiere es. Nun denn, Meridian soll stehen, der Schatten soll fallen. Ich schwöre. So sei es, Uthed. Es ist einfach schön zu sehen, wirklich alles, alle Leute, die man in diesem Spiel kennengelernt hat, jetzt zusammenfinden. Und die Sache ist ja die, wir haben ziemlich viele Nebenquests im Moment noch nicht gemacht. Heißt das, dass die Leute, die wir in den Nebenquests kennengelernt haben, dann nicht hier mitkämpfen? Das wäre doch ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn vielleicht gibt es da noch ein paar heftige Verbündete, die uns dann abgehen und uns fehlen. Da unten zum Beispiel, dieser Platz da ist leer. Vielleicht hätte da noch jemand stehen können, hätten wir mehr gemacht. Ist ein zweischneidiges Schwert. Wer bist du denn? Petra? Ha! Du musst dann wohl Aloy sein. Ich dachte, du hättest mehr. Mehr was? Mehr Fett, schätze ich. Mehr wie ein Zahnrad, nicht wie ein Ringlein. Versteh mich nicht falsch. Du bist gut gebaut. Flirten alle Osseram im unpassendsten Moment? Unpassend? Der Kampf hat nicht mal angefangen. Petra Schmiedin, ich komme aus der Freihalde. Beim nächsten Staubsturm gehe ich dahin zurück. Marat bat mich, zuerst das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut. Aber ich habe ihre Rohre geputzt für mehr Donner. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los. Ach, gib her die Bunse. Eine Osseram-Kanone. Ah! Worauf darf ich ballern? Hä? Was? Halt. Ist schon krass. Ich leg's auf den Boden, ne? Kann ich mal mit dir reden, oder wie ist das? Ne, kann ich nicht. Okay. Hä, was ist das denn?
Warum hat was? Da ist was Gelbes. Da hat gerade was Gelbes aufgeleuchtet. Sind wir jetzt hier fertig? Ja, wir sind fertig hier. Alles klar. Okay, dann gehen wir jetzt hoch zum. Oder besser rüber zum Turm. Okay. Ruhe dich vor dem Endkampf aus. Danke. Ich mag, wie du ihn hältst. Genug jetzt. Ich mag, wie du deinen Speer hältst. Ramm ihn mir. Ach komm, lass mal das. Oh nee, komm, lass mal das. Das gehört nicht in dieses Projekt. Alter, wie wir diesen Hängen hier gerade entlang laufen, das ist einfach nur. Ich liebe dieses Spiel. Ich bin verliebt. Aloy, willst du mich heiraten? Ich mach was dazu. Ich mach ein Video. Scheiße, was bock ich mir gerade ein? Es ist so schön. Und ich kann doch mal erinnern, ich hatte heute keinen Bock aufzunehmen. Ich hatte heute keinen Bock, irgendwas zu machen. Und dann kommt sowas raus. Leute, das könnte eine Lektion an euch alle sein. Wenn ihr mal keinen Bock habt auf irgendwas, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwas zu machen am Tag, macht einfach irgendwas. Es kann nur besser werden. Ich hatte heute keinen Bock, irgendwas zu machen. Keine Ahnung, wieso, wann das liegt. Ich habe manchmal solche Phasen. Aber ich habe mir einfach gesagt, nee. Ich habe mir dieses Leben als YouTuber ausgesucht. Das klingt jetzt sehr melancholisch, aber ich will, dass jeden Tag die Folge Horizon Zero Dawn kommt. Und ich will auch jetzt, dass jetzt täglich eine Folge VR kommt. Ich will, dass ab dem 6. bis 10. Juni, wenn ich meine Stadt, eine Folge Elder Scrolls und Elder Scrolls Tales kommt. Ja, ich teaser gerade, das ist schön. Deswegen werde ich das auch machen. Auch wenn ich mal keinen Bock habe, werde ich mich dran setzen. Denn das ist der Weg, den ich gewählt habe. Das klingt gerade sehr bescheuert. Aber Rayon, dafür liebe ich dich. Warum rede ich mit mir selbst? Ich bin mir mitleidenswert. Aber es ist nochmal so. Nehmt euch was vor und zieht es durch. Denn ihr könnt nur belohnt werden, wenn ihr das macht, was ihr gerne macht. Und es ist der richtige Weg auf jeden Fall. So, hoch zum Turm. Erend, ich komme! Mein alter Freund. Mein alter Lumpenbruder. Mein alter Saufkompane. Ich hab Bock drauf. Ich finde es ja wirklich schön, dass sich wirklich die ganze Lage so richtig schön hinstutzt. Man hat wirklich das Gefühl, dass sich alles hier zum Ende hin bewegt. Dass alle Leute, die man in dem Spiel getroffen hat, zusammenfinden und zusammen um einen Strang ziehen. Dass alles, was man mit diesem Spiel gemacht hat, einen Sinn hatte. Alles für diesen letzten Kampf. Für das Finale von Horizon Zero Dawn. Und ich wette, es wird ein episches Finale. Erend. Er ist ja gar nicht Erend. Wahl. Sei gegrüßt, Aloy. Nein. Nicht verbeugen, die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich bin dankbar, dass du hier bist, Vahl. Ich gab mein Wort. Und Meridian, was denkst du? Es gibt so viel Neues, seit wir uns kennen. Ich sollte dir danken. Was ist los? Willst du das wissen? Na gut. Dies ist ein fremdes Land. Verdorben. Und ich verteidige eine merkwürdige Stadt voller Ungläubiger. Gegen etwas Unvorstellbares. Und du, nach all den Ereignissen, nach all deinen Taten. Ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich weiß, du willst das nicht. Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein. Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Ach, der ist ja komplett verschossen in uns. Das sieht man doch genau. Oh Mann. Ah. Erend, wo ist der Tulli? Oh ja. Also, wer sind diese Typen? Sie bezeichnen sich selbst als Eclipse. Und was? Aloy, da sind wir wieder, bereit für den Kampf. Doch dieses Mal haben die Gegner wohl mehr zu bieten. Was genau erwartet uns hier? Ich weiß nicht. Aber es werden sehr viele sein und sie haben Maschinen. Und wenn sie hier durchkommen, wird nicht nur Meridian fallen. Der Rest der Welt wird auch untergehen. Das ist hart,
Das ist hart. Das ist ein Kampf für uns. Stimmt's, Leute? Und wo steht unsere Garde? An der Frontlinie! Warum? Stahl steht vor Eisen! Und was werden wir tun? Wir sind der Hammer, der sie zermalmt! Richtig! Hörst du? Niemand kommt an der Garde vorbei. Wir kämpfen für Meridian. Und für dich. Danke, Erend. Ersa wäre stolz. Nur wenn wir siegen. Och, das werden wir, Bruder. Hier ist noch was. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist einfach nur so... Schön einfach nur. Es ist so schön, einfach den Zusammenhalt zu sehen. Gibt es hier denn noch jemanden? Vielleicht hier hinten? Hier geht es, glaube ich, nur wieder runter, ne? Hier muss irgendwo noch jemand sein, vielleicht da oben. Gucken wir mal hoch, ob da irgendwas ist. Ich will auf jeden Fall jeden hier noch mitnehmen, den wir hier... Das leuchtet ja geil. Das ist reines Gold, wie es aussieht. Kann man sich auch mal gönnen. Da kommen sie, Lipstale. Eine Rolle sowieso. So. Wo ist Sona eigentlich? Ist Sona zu Hause geblieben? Die sind ja größer als der höchste Baum. Die Kaja sehen in ihrer Rüstung wie Gockel aus. Ich hab dich vermisst. Kriegsherrin Sona. Kriegsherrin, du siehst bekümmert aus. Die Nora gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Ich will den Metallteufel bekämpfen, der uns bedroht. Aber mein Platz ist im Heiligen Land. Die Falschheit hier durchbohrt mich wie ein spitzer Pfeil. Es tut mir leid, dass das so ist. Das muss es nicht. Dies wird beendet. Mein Speer, mein Wort. Sie ist heiß. Sie ist heiß. Oh. Ruhe dich vor dem Endkampf aus. Oh mein Gott. Ah. Das ist die Stimmung. Das ist einfach nur so geil. So, aber Leute, ich würde sagen, hier oben auf dem Turm werde ich mich für diese Folge verabschieden. Der Endkampf. Der große, ultimative Endkampf. Er steht kurz bevor. Das ist unbeschreiblich. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge von Horizon Zero Dawn. Die Zeit ist natürlich wieder nur mega schnell vergangen, ich glaub's einfach nicht. Ja, auf jeden Fall alle eure Anregungen, Kommis, Kritik und so weiter, alles in die Kommis unten, ihr wisst, wie es läuft. Und lasst die Bewertung da. Rin sagt ciao, macht's gut. Und bis zur nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Morgen, 14 Uhr. Vielleicht schon das große Finale. Ciao, Leute.